Mit den Modellen Avant Touch und Avant Wifi bietet Climastar moderne, effiziente Heizungen an. Das Kernstück ist die patentierte Dual-Care-Steinplatte. Die ist so gemacht, dass sie 75% mehr Wärme speichern kann, wie bei einem herkömmlichen Elektroradiator. Zudem sorgt sie für einen optimierten Wärmestrom, sodass die Konvektion, also die Erwärmung von Luft im Raum, sehr schnell vonstatten geht. Und die Wärmeverteilung auf der Platte ist sehr gleichmäßig, was zu einer satten, guten Strahlung führt, sodass die Wärme im Raum gleichmäßiger vom Boden bis zur Decke verteilt ist. Die Climastar-Heizungen haben einen eingebauten Thermostat, der ist programmierbar. Dann haben sie einen ultrapräzisen Temperatursensor, der dazu führt, dass die gewünschte Temperatur sehr genau erreicht und auch gehalten wird. Und drittens haben sie eine elektronische Leistungssteuerung, die dazu führt, dass die Heizung ihren Verbrauch bereits dann reduziert, wenn sie näher an der gewünschten Temperatur dran ist. All die Eigenschaften zusammen machen aus der Climastar Avant Touch und Avant Wifi Heizungen, die 42% effizienter sind wie herkömmliche Elektroradiatoren. Beim Modell Climastar Avant Wifi habt ihr die Möglichkeit, Heizungen aus der Ferne zu steuern, nämlich über eine App, die ihr auf dem Handy habt. Das ist besonders praktisch bei sporadisch genutzten Räumen, also sehr flexibel genutzten Räumen und natürlich Zweitwohnsitze, Ferienwohnungen, Ferienhäuser. Dort empfiehlt es sich, die Heizungen aus der Distanz zu steuern. Die Heizungen von Avant-Serie, also Avant Touch und Avant Wifi, haben beide einen eingebauten Frostschutz, einen sogenannten Open-Window-Detektor, das heisst, sie erkennen, wenn Fenster offen sind und sich entsprechend abstellen. Sie sind über die Wandhalterung sehr einfach zu montieren und über einen Schweizer Stecker sehr einfach anzuschliessen. Climastar bietet mit ihren Heizungen ein Modell, das mehr nutzbare Wärme und das besseren Komfort bei tieferem Stromverbrauch bietet. Mit den Climastar-Heizungen geht ihr durch den Winter mit einem warmen Füttchen.